Hallo Freunde. In der Unterwasserwelt leben verschiedene Fische. Einige sind gigantisch groß, andere sind dagegen so klein, dass man eine Lupe nehmen muss, um sie eingehender zu betrachten. Also, wenn ihr zum Angeln geht, seid bereit, unterschiedliche Kreaturen anzutreffen. Urlauber an der Küste der Nassimow-Landzunge in der russischen Region Primorie rühmten sich in den sozialen Netzwerken mit einem ungewöhnlichen Fang. Die Fotos, die die örtliche Einwohnerin Antonina Sudorgina auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, zeigen einen Riemenfisch, der auch als König der Heringe bekannt ist. Er ist ein sehr seltener Vertreter der Unterwasserwelt. Deshalb wurde er früher für ein Seeungeheuer gehalten und als Seeschlange bezeichnet, die angeblich Schiffe versenkte und Menschen auf den Meeresboden zog. Nach der Meinung von Experten ist eine solche Begegnung sehr ungewöhnlich, weil Riemenfische in nördlichen Gewässern eher seltene Gäste sind. Das Gebiet ihres Lebensraums sind warme und mäßig warme Gewässer des Pazifischen, Atlantischen und Indischen Ozeans. Der Riemenfisch gehört zu den Fischen, die in mittleren Wassertiefen leben, etwa bis zu einem Kilometer unterhalb der Wasseroberfläche. Der Riemenfisch konnte durch einen Wasserwirbel an die russischen Küsten getrieben worden sein. Der Leiter des Labors für Ichthyologie am Zoologischen Institut der Akademie der Wissenschaften, Arkadi Baluschkin, sagt: Es gibt keine Hindernisse für Fische, auch an unseren Küsten vorzukommen. Jetzt wird es etwas wärmer und oft dringen wärmeliebende Arten nach Primorie vor. Es gab sogar Fälle, in denen weiße Haie an der Küste gesichtet wurden, obwohl weiße Haie normalerweise nicht an die Küsten von Primorie kommen. Die Tatsache, dass der Tiefseefisch so nah am Ufer war, deutet darauf hin, dass diesem Exemplar etwas passiert sein könnte. Dies ist ein seltener Fisch. Er kann sofort ins Museum gebracht werden, wenn er bereits verendet ist. Jeder Fang wird immer in der Presse diskutiert, sagt Baluschkin über den Riemenfisch. Norwegische Fischer, die Riemenfische oft in Heringschwärmen bemerkten, haben ihn als König der Heringe gekrönt. Außerdem treten diese Fische vor der Küste Japans in der Präfektur Toyama auf. Nach lokalen Überlieferungen werden Riemenfische von Erdbeben und Tsunamis vom Land weggetrieben. Bemerkenswert ist, dass der Riemenfisch, der in Primorie gefangen wurde, sehr jung ist und als Jungfisch angesehen werden kann. Erwachsene Tiere erreichen eine Länge von 11 Metern und ein Gewicht von bis zu 300 Kilogramm. Normalerweise sind die Tiere etwas mehr als 3 Meter lang, 25 Zentimeter hoch und 5 Zentimeter dick. Es wird gemunkelt, dass ein 19 Meter langer Riemenfisch mit einem Körpergewicht von etwas mehr als 300 Kilogramm entdeckt wurde, aber das sind nur Gerüchte. Nach einem Fotoshooting mit den Fischern wurde der Riemenfisch wieder freigelassen. Überraschenderweise kann der Riemenfisch in horizontaler Richtung nicht schnell schwimmen und richtet den Körper vertikal aus. Da Riemenfische keine Schwimmblase haben, müssen sie sich ständig bewegen. Riemenfische sind Raubtiere. Sie gehen nur nachts auf die Jagd, ernähren sich von Krebstieren, kleinen Fischen und Tintenfischen. Das war's für heute. Schreibt eure Meinung zu dieser Ausgabe in den Kommentaren unter dem Video und schreibt, was ihr denkt, ob man den Riemenfisch essen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like und bis bald!